Was haben Sie jetzt gekauft, Herr Römisch? Lose. Wofür Lose? Warum nichts Festes? Ach so, Gewinn. Ja. Ach so, ich spiele mal... Wenn ich das Auto gewonnen habe, dann will ich das verkaufen. Röhrig, wir müssen das auch mal machen. Was, Lose verkaufen? Ja, Lose verkaufen. Wir kaufen uns ein Auto für 100.000, das verlosen wir. Das Ticket kostet 2.000 Dollar. Und verlosen 100 Tickets oder 200 Tickets. Wir sind überlegen. Muss doch erst mal laufen. Wer, wohin? Wir jedem Kunden andrehen, der mit Toxi fährt. Ja. Dann machen wir richtig Asche mit. Da machen sie viel Geld mit. Das muss man aber anmelden, das ist ja so ein Schwarz. Ja, das kläre ich mit dem Gewerbeamt vorher. Wenn du dort mal erreichst. Ja, das ist korrekt. Entschuldigung, kann ich mal kurz stören? Nee. Okay, ich wollte nur stören. Genau, ich hab's Maul jetzt. Was? Herr Röhrig, Sie wollen doch teilnehmen. Ja, okay. Dann werden Sie qualifiziert. Stimmt, Sie lassen so lange warten, wir kriegen das sofort hin. Ja, gar kein Problem. Dann fangen die Limousinen an. Alles nacheinander. Ihr seid Limousine. Stimmt, ihr seid Limousine. Was glaubt ihr, gewinnt ihr oder verliert ihr? Was die alle von der Straße. Fahrt ihr oder schaut ihr auf den Sieg? Wir fahren. Ihr fahrt, na dann viel Erfolg. Dankeschön. Ja, danke. Okay. Wo fahren wir denn hin? Wir fahren Rennen. Rennen? Ja. Ach so. Herr Röhrig, nehmen Sie den Gerrit mit? Wohin? Ich soll den mitnehmen? Warum? Oder macht ihr Fahrtenschreiber-Dingens hier da, der sagt ihm, wo es laufen ist. Wenn das so weitergeht, dann kann das ja lustig werden. Ja, ich bin der Navi-Mann hier, warten. Ich hab Karte. Herr Röhrig, ich hab ihm per Blutputz habe ich ihm die Bewerbung von Gerrit mal geschickt, die hat er mir gegeben. Der hat sich richtig Mühe gegeben. Ja, hab ich wirklich. Ja. Hab alles gegeben, was hatte. Der doch. Hast du gar nicht. Hat der wohl. Hast du nicht. Mein Gott. Sind wir jetzt dran? Ich glaube, der ist schon überqualifiziert. Wir nehmen eigentlich nur Behinderte in unserer Taxifirma auf. Deswegen hoffe ich, der wird eingenommen. Was bin ich? Überqualifiziert. Was ist das? Du kannst deinen Namen klatschen und vernünftig reden. Das ist schon zu viel. Ist das wirklich? Ach so. Ja. Das tut mir leid. Sehr leid. Und er sagt, er hat Kontakt zu Aliens. Warum? Wurde letztes von Aliens entführt? Sie wurden gar nicht entführt. Doch. Haben Sie Beweise? Ja, ich pass auf. Ich hatte so Bonbons gehabt in meinem Taxi. Die habe ich genommen. Und dann war ich 3-4 Tage weg. Und ich sagte dir, mein Arsch tat danach weh. Ich sag dir, ihr habt mir irgendwas hinten reingeschoben. Ich glaube, wir werden abgehört. Herr Römisch, passen Sie mal. Wissen Sie, wie sich das anhört? Warten Sie mal, der... Hallo, Aliens, hört ihr mich? Direkt von meinem Arsch. Was? Hat der Empfang? Nehmen Sie mal Platz, bitte. Sind Sie sicher, dass Sie nicht irgendwie... Pilzchen genommen haben und dann im Darkroom da 3 Tage verbracht haben? Da waren welche. Ja, das weiß ich. Ich hab dich gesehen. Ja, Darkroom ist dunkel, da sehen Sie gar nichts. Was haben Sie denn gefühlt? Muss mir Küss bringen. Ja, das glaub ich. War es lang oder was war es? Ich hab Angst. Wie, Sie haben Angst wovor? Stell dir vor, ich werde beim Kacken abgehört. Was? Stell dir mal vor, ich werde beim Kacken abgehört. Nee, die kommen durch den Kopf. Die kommen nicht beim Toilette gehen durch den Kopf. Ja, aber die haben mir doch mal hinten reingeschoben zum Testen. Ja, sie waren ja auch in einem Club. Waffen hoch, Hände fallen lassen. Was? Brauchst du mal auch hören? Was? Hier woanders wird's nicht sein. Nee. Geh ab, kusch dich, geh weg, kusch. Hier, gibt's nichts mehr rauszuraufen. Hau, ab, los. Rex, das hat er schon wieder aufs Konto gebracht. Ach, Scheiße. Zu spät, fuck. Wann sind wir dran? Weiß ich nicht. Wenn es so weitergeht, gar nicht. Wenn es so weitergeht. Also erst die Jugolos und dann die Limos, oder? Wenn das weiter so organisiert bleibt, dann sind wir dran, will der HSV die Meisterschaft gewinnen und das ist nie. Aber sind jetzt die Limos und uns wurde nicht Bescheid gesagt. Herr Römisch. Ja, Sie haben gar keinen Empfang.
Normalerweise hätten sie Antennen. Und wenn sie sagen, sie haben das von hinten bekommen, so, dann müssten sie eigentlich da so Fühlerschen haben, wie so Käferschen, so Antennen. Können sie vielleicht mal reinfassen, Peter? Was? Nee, mal fühlen können, war, Fingerchen. Nee, ekelhaft. Da fast, nein. Ja, aber du kennst dich ja scheinbar damit aus. Ich bin ja auch ein Priester. Ich bin auch ein Priester. Ich bin der Priester, der heilige Priester, der Aztalecken. Ja, ich habe Kontakt. Hast du Arschlecken? Nee, nee. Da, nicht Arschlecken. Aztalecken, das sind die Vorgänger der alten Imkas und ich kann die Schriften lesen, die heiligen Schriften. Wem kann ich die Typen mit Bienen? Wer? Die Imkas, sind das die nicht mit den Bienen? Ja, die alten Imkas haben die Bienen erfunden. Könnten Sie die heiligen Schriften lesen, Herr Römisch? Ich kann. Ich bin froh, wenn ich mein eigenes Schrift lesen kann. Ich muss Ihnen die mal zeigen, die alten Schriften. Die sind geheim und ich kann die nur. Ich könnte sie durch das Feuerritual, könnte ich sie zum Priester ernennen, wenn Sie das wollen. Das geht? Ja, das geht. Kann ich den Kontakt mit den Alien? Dann können Sie auch durch mich mit denen reden, weil ich habe Verbindung zu Cthulhu. Ja. Cthulhu ist nämlich der Chef von den Aliens. Ja. Oh. Und der ist wiederum der Chef von den Aztalecken und das sind die Nachfolger von den alten Imkas mit den Bienen. Verstehen Sie, was ich meine? Ich verstehe das. Ja, Sie müssen nicht rund denken, Sie müssen auch mal eckig denken. Oh mein Gott, du hast recht. Komm mit, wir müssen immer noch hin. Ach so, ja. Komm mit. Schmucker, komm mit, hat der Mann gesagt. Komm, Schmucker. Wo ist der rote Karre? Wo gehen wir jetzt hin, Römisch? Wechsel. Ich hab keine Ahnung. Kannst du mal durchbrechen und sagen, wo die Scheiße ist und uns nicht einfach durch die Gegend hängt, oder? Ja. Röhrig. Röhrig. Hinter dir ist ein roter Karakara. Und der schwarz. Der ist rot. Der schwarz-rot Pearl lackiert. Schwarz mit roten Perleffekt, verdammt normal. Was ist damit? Aua. Ey. Also wenn das schwarz ist, ist mein Anzug grün. Ja? Ey, beruf ja. Meine ich auch. Ach so, ja, das ist ein bisschen noch hier. Herr, Röhrig? Ja. Der war mit dem Anzug an. Einmal, haben sich alle jetzt beim Herrn Nox und Moses sprach. Was? Das ja. Meer alle, die hier stehen, sind spalten. Bei Herrn Nox in der Liste eingetragen. Oder oben. Ja, und so spaltete sich das Meer. Ja, wer, also den Herrn Röhrig habe ich, den Herrn Peter habe ich. Alle, die jetzt genannt werden, setzen sich in ihre Autos und stellen sich hinter dem Auto auf. Ich will fahren die erste Tour rüber. Was denn jetzt? Hinterstehen oder auf, ins Auto setzen? Erstmal ins Auto setzen. Ins Auto setzen und dann mit dem Auto hinter das Auto stellen. Mit dem Auto hinter das Auto? Hinter den Karakara. Eine gut, dann fange ich mal kurz in der Schrottplatte an. Ich habe Ernest Hill und die Lana Jäger. Ja, und mich. Und wir was zu trinken. Und ich? Was? Gut, okay. Dann habe ich erstmal in der Limo-Klasse den Herrn Hans-Peter und den Herrn Röhrig. Röhrig, bin ja ich! Ja, ist der eine, nehmen Sie mit. Huch. Was ist jetzt los? Jetzt passiert? Kommen Sie, Herr Römisch. Gut, dann habe ich einmal den Herrn Baxter. Aua! Ich habe doch gar nicht angefasst. Soll ich fahren oder wollen Sie fahren? Nee, ich fahre. Sie haben Sie überhaupt einen Führerschein? Ja! Wir gewinnen das gemeinsam teilen und das geht. Ich komme nicht von der Straße, du Wichser. Keine bösen Wörter im Taxi. Entschuldigung, ich mache dich fertig, du. Der Typ. Herr Römer, hier da vorne vor das Auto da. Wie lang? Sie, wie gewinnt das? Was für Windeln? Was? Ich hab nicht verstanden. Gewinnen! Gewinnen, ja. Ich habe Lose gekauft, vielleicht gewinne ich. Meinst du, ich krieg hier irgendwie eine Qualifying-Runde, wo ich dir meinen Platz aussuchen kann? Wie, Sie sitzen doch schon neben mir. Noch nicht mal wegen Startplatz vom Auto. Ach so, ja, gewinnen wir. Ich muss Navigator machen. Ich muss die Karte mal gucken, wie man jetzt fahren. Knall dich bloß an, Minion. Was? Knall dich bloß an, Minion. Das ist lange, ne? Ja, ich hab gedacht, ich nehme mich nie wieder zurück. Einfach fahren. Wo geht's schon los? Das geht hier, wir fahren jetzt zum Rennplatz. Ja, warten Sie, die müssen jetzt hier rechts, glaube ich. Nee, wir müssen nur erstmal da hinterher. Ach so. Ja. Hast du den Plan nicht? Ja, doch, Abkarte hier vor mir. Ich weiß. Oh, ich weiß. Oh!
Ich war... Au! Fahren Sie ordentlich. Sie haben gar keinen Führerschein. Wie haben Sie ein Fahrrad zum Taxiunternehmen machen können? Lieber schlecht gefahren als dumm gelaufen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Da haben Sie recht. Ja. Gibt's noch mehr von Ihrer Sorte, Herr Römisch? Und meine Familie, ich habe eine Tochter. Was haben Sie? Eine Tochter. Ja, das ist schön. Oder meinen Sie als Praxisherr? Nee, so Familie. Mit Vater, Mutter, Kind und so. Nee, meine Ex-Frau ist taub. Ist und taub? Toad. Toad? Ja. Warum? Die ist vom Boot gefallen. Meine ist weggekullert, meine Frau. Wie weggekullert? Wie ist denn ihr aus dem Boot gefallen? Haben sie die geschubst? Nee, die war im Rollstuhl. Meine hatte gar keine Beine. Meine auch nicht. Die war im Rollstuhl. Was? Wie ja. Hieß Ihre Frau mit Vornamen bei vor? Beate! Ja, sucht ihr euch meine Hilde! Warum bist du die gleiche Frau zusammen? Meine hatte keine Beine, die ist den Berg runtergekullert. Ich habe die nicht mal wiedergefunden. Nee, bei mir war es im Boot. Aber die konnte nicht schwimmen. Ahaha, haben Sie die gerettet? Nee, welche nass. Nee, ich bin auch nicht hinterhergelaufen. Nimm tut mir das Ihnen noch was weh, Boy. Richtig. Ja? Ja, wenn wir zusammen, Boy. Ja. Und gemeinsam alle anderen von der Straße fegen. Dann können wir uns den Preis teilen. Ja. Wobei ich sehe, was hier für Karren mitfahren, haben wir, glaube ich, die beste Chance. Ja. 110. Wir sind alle schneller als. Wie viel kann man denn hier gewinnen? 160.000. Durch nee, drei, das sind 50.000, ne? Ja, 50.000. Achso, ich glaube, ich mach's gut. Wer bist du denn? Wer ist? Ich? Hugo. 15.000 bezahlen. Ja, woher? Ja, kommt drauf an, wie viele bei euch in der Klasse mitfahren, weil bei mir fahren ja weniger mit als bei euch, ne? Ein Jugolos war nicht so viel mit. Moga! Vier Leute, glaube ich, oder fünf. Ja. Hast du die Karte? Sollte man Jugolos nicht passen. Da, wo fahren wir? Wo Karte bin ich? Was? Du weißt, dass ich der beste Jugolos-Fahrer in ganz Deutschland bin. Bluetooth? Ja, immer Bluetooth. Ich habe die Strecke aber irgendwie immer noch nicht ganz verstanden. Ja. Also die Strecke ist scheiße. Wenn jemand zu langsam ist, ballerst du dem voll rein auf den Rückweg. Nee, das ist ja immer 1 gegen 1. Wie 1 gegen 1? Das ist immer ein 1 gegen 1. Ja, dann gib mal her. Weißt du? Weißt du, so wie damals beim Fußball-Mini-WM? Ich wurde nie gewählt. Wow, ach Herr, du auch nicht? Nee. Was wolltest du denn werden, Fußballspieler? Ich wollte Fußball spielen, aber die haben immer gesagt, ich bin zu fett. Ja, natürlich. Das ist ungefähr warst du auch so ein kleines, dickes Kind wie ich? Weißt du, erst gibst du das gute Eis und dann das schlechte Eis. Haben die dich auch immer gemobbt und gerufen? Kannst du mal den Maul halten denn raus? Ich hab gerade einen kodischen Moment mit Smoker, ja? Ja, und ich versuche euch gerade zu erklären, wie das läuft mit dem Rennen. Was für ein Rennen? Was geht denn her? Was? Ach so. Ja. Erklären Sie es weiter. Ja, 1 gegen 1 halt. Ja, im Stadtpark um 13 Uhr morgen. Ja, 1 gegen 1. Nee, jetzt, beim Rennen. Ach so. Okay, 1 gegen 1. Komm her. Nein, nicht so. Zeig wieder ein, Röhrig. Komm her, ich hau dir auf die Fresse. Röhrig, machen Sie nicht. Komm her, hä? Hä? Halt, Schoko, ich will mich nicht prügeln. Komm her, Schokomann. Wenn wir gewinnen sollten, ne? Ja. Dann kriegt ja jeder 50.000, ne? Dann kriegt jeder 50.000, genau. Du und ich. Ja. Ach so. Ja. Ja, ja, richtig. Ja, du und ich. Aber hier hat ja Hans auch. Das ist wieso? Doch, ist doch ein... Wenn der verliert, verliert er. Nee, das ist doch eine Firma. Der zweite Platz kriegt auch was, oder? Ja. Wie viel freut man das? 75. Was? Der erste kriegt 50.000. Hm? Wo ist der Sinn? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Also wenn der erste und zweite Platzierte auf jeden Fall über 15.000 bekommen, dann haben wir auf jeden Fall Gewinn gemacht, hier Röhrig. Ach so. In unserer Klasse sind wir nämlich die schnellsten. Sicher? Haben sie gut geregelt. Wieso fahren wir nur mit zwei Autos? Ich glaube, du bist ja richtig Mathe-Genie. Was denn? Ich hab gesagt, du bist ein Mathe-Genie. Ja, ich weiß. Ich war gestern guten Mathe.
Ich meine in der Schule, nicht gestern. Sag mal ins Peter, ich hab gehört, du willst mich wieder mit dem Taxi abholen. Nein. Nur wenn er die Trinkgeld zahlt. Doch heute Morgen. Willst du mich verarschen? Ja, das rede ich. Obwohl ich gestern fast abgestochen wurde. Du wurdest abgestochen? Das ist ja was schuld. Na, weil ich Taxi gefahren bin. Nee, vorgestern war das. Vorgestern? Ja. War vorgestern. Ja, jetzt bin ich alle Türen aufgehen. Alter! Hab ich umgefallen? Nein! Oh! Scheiße. Was ist denn bei dir? Fuck! Was? Wir alles brauchen gut? Hilfe! Ich wollte dich gar nicht anfangen, ich wollte Hans anfahren! Brauchst du einen Mediziner? Mittelfinger ein, Mann! Nee! Die Türe klemmt, ich komme nicht raus. Hilfe. Mann, das ist nur deine Schuld. Vollidiot, bist nur angeschnallt. Ich habe aufgehört, damit ich nicht hallo. Das nicht. Was hat der gemacht? Egal, für euch reicht's noch. Scheiße. Boah, Mann. Ja, ich muss auf den Verbandskasten. Oh, verpiss dich, Mann. Der arme Mann. Hau ab, Röhrig. Ich tritt dir in die Fresse. Geh weg! Ist die besser? Nee, jetzt war noch schlechter zu. Ich glaube, er steckt in seiner eigenen Kotze gerade. Aufwachen! Können wir erklären, warum hier einer liegt, der bewusstlos ist? Ja, das kann man ihnen erklären, möchten wir aber nicht. Warum liegt Massimo da? Du hast nichts gesehen. Der ist hingefallen. Okay. Ist gegen den Türrahmen gelaufen. Hast du was zu trinken für mich? Nee, ich hab selber nichts. Alle so. Fahrer dürfen einmal zu dem Herrn auf dem Motorrad kommen. Oh, der kann mir im Arsch liegen. Aua. Ah. Willst du jetzt noch mitmachen? Ich sage, wer will doch, dass ich weggehe, Alter? Verpiss. Aua. Ach, Röhrig, du Penner, Alter, ich schwör's dir. Ah. Oh, Hans schuld. Hans kann gar nichts dafür. Danke. Okay. Wer muss unterwegs sein? Alter. Aua. Ah ja, ich ruf dich gleich mal an. So, also, sind jetzt alle Fahrer hier? Oh. Ja, natürlich. Ja. Also, Limo. Glaube nicht. Okay. Also folgendes, für die Schrottkarren, da sind leider ein bisschen wenig Fahrer da. Da werden wir trotzdem fahren, aber halt ein bisschen, okay, kriegt denn eure Kohle, beziehungsweise Kohle kriegt ihr wieder, aber ihr kriegt trotzdem, den Tuning-Gutschein kann gewonnen werden über den zwischen den beiden, die da sind. Was wäre? Warum hast du eine Maske aufgesetzt? Das ist meine Rennhaube. Ja, kannst du gleich aufsetzen. Du auch, Hans Peter! Warum liegt das da? Sind jetzt alle hier? Ja. Nee, da hinten ist da noch einer, der mitfahren möchte. Der Herr an der Schrottkarre. Oh, die Mediziner sind auch mal eingetroffen. Hallo. Na, hier? Okay. Massimo, aber dem geht's gut. Also, die beiden von der Schrottklasse fahren gegeneinander und die kriegen, Guck mal, die sehen nur zwei mit der Schrottklasse da? Ja, ich sag mal okay. So, Limousine ist auch nicht viel da. Da sind, glaube ich, zwar auch, wie viel sind von der Limousine da noch? Limo ist auch 1-1. Dann packt die doch zusammen! Moment, ich trete gegen den Helm, krieg ich an? Ja. Was? Ja klar. Das ist hier Bullshit, ich kriege eh nicht Geld, das ist ja meins beides. Ja. Nee. Das gehört dem Taxi oder dem Herrn. Dem packt doch die Schrottdingens und die anderen Scheiß zusammen. Naja, aber die haben ja weniger bezahlt als ihr. Ja, dann müssen die jetzt mal drauflegen. Oder ihr kriegt Geld wieder einfach. Oder ich krieg Geld wieder. Ja, genau, ich krieg mein Geld wieder. Mein Geld, danke! Was war's dann mit den zwei Limo-Fahrern? Ich hab auch was dabei getan. Was war das denn? Jesus Maria! What the f- Was war denn das? Die kommen wieder, sie sind da. Sotolo kommt. Aua, mir geht's bestens. Alles gut bei Ihnen, Herr Hans? Nox? Bei mir ist alles gut. Okay. Nox ist, glaube ich, ins Nirvana geflogen. Nox? Scheiße.
Ja, wir legen Limousine und Schrottklasse zusammen. Ja, so Schrottklasse mal ein bisschen Geld drauflegen. Puh. Ist die bei der Schrottklasse, die beiden Wärs, die sind die Herren von der Schrottklasse? Ja, ich hab mich. Einmal der im Anzug und noch wer? Wer ist der mit dem mit dem Rebel? Was muss ich sagen, Alter? Du bist es. Die Laila und der andere Herr, würdet ihr Geld drauflegen oder würde das nicht gehen? Sagen wir doch einfach, wir können weniger gewinnen, sonst muss ich nochmal los und holen und Ja, wir haben ja so viel bezahlt. Ja, rechne doch später ab. Ja. Ja, dann machen wir das später mit dem Geld, aber dann gucken wir mal, wer gewinnt. Dann zahl doch einfach Röhrig ein HP aus, weißt du? Ja, machen wir das. Nee, ich will ja mehr gewinnen! Wir werden auf jeden Fall gewinnen. Röhrig, du hast gerade bewiesen, dass du absolut nicht fahren kannst. Von dem her ja, das war gut, dann ramme ich die weg. Ja, Röhrig, dann wirst du disqualifiziert. Was? Wenn ich die ramme? Ja. Wieso das denn? Weil es kein Stalker ist. Wieso ey, das denn nicht? Bleib doch mal hier, sonst verstehen wir ja nichts. Die vier von den beiden Klassen kommen einmal bitte zu mir. Also. Ja, das sind noch fünf. Wir machen das dann, wir klären das dann mit dem Geld später. Moment, da fehlt einer, wenn wir vier sind, weil er ist nur Mitfahrer. Sind wir gerade treu. Ich bin Fahrer. Steht noch neben dir. Nee, scheiße, ich kann nicht zählen. Ja, wir stehen hier zu fünf. Schon. Er war nicht Mathe, er war Meckis. Schieß nicht, Lucy. Hör ich schon. Ich eine Baggy. Dann, wir fangen jetzt erstmal mit euch an. Jetzt muss ich den nicht. Dann trotzdem nicht. Ja. Ja, ich ruf dich gleich an. So. Ich zeige euch jetzt einmal, ihr dürft jetzt einmal gleich mitkommen. Ich zeige euch einmal die Strecke. Dann habt ihr jeder zwei Runden Zeit zum Üben. Ja. Dass ihr euch einmal einfahren könnt. Und dann geht es immer 2 gegen 2. Das heißt, dann wird erst Hans-Peter gegen den Herrn antreten. Ja. Und dann die Schrottkarren. Und nee, und dann Röhrig gegen. In die Dame in Pink. Gegen die Dame in Pink, genau. Die Lana. Die Lana, so ist es. Gegen wen trete ich an? Das habe ich nicht mitgekriegt. Du trittst an gegen den Herrn mit dem Anzug. Was für ein Auto haben Sie? Den wurde davon. Das Ding ist, unser Ding fährt ja auch nur 90. Ist ja nicht so, dass es schnell ist. Ja, nee, alles gut. 90 Meter pro Stunde. Dann nehme ich euch einmal mit und dann dürft ihr jetzt einmal gleich die Strecke ausprobieren. Okay. Okay. Alles klar. Nimm mal los. Dann hinterher. So, wir machen jetzt erst einmal die, Achso. Ja. Ja, das klären wir jetzt. Du fährst wahrscheinlich dann bei den Großen mit. Ja, wirklich? Ja. Fahren Sie vorsichtig. Ja, der... Ich bring uns nicht um, aber schnall dich an. Ja, hab ich. Der Herr Römisch. Sie haben ja gesagt, Sie haben eine Tochter? Ja. Okay. Haben Sie auch einen Sohn? Ja. Wie heißt der? Steve. Wie? Steve. Steve. Steve, ja genau. Puh. Vorsicht. Und jetzt haben Sie keine neue Frau? Nee. Warum nicht? Ich wollte meine Ruhe haben, Moment. Warum? Ich wollte immer. Frauen sind doch liebenswerte Geschöpfe. Ja, aber ich bin immer auf den Müll weg. Hol mich auf, dusch mal. Das ist immer alles nervig. Hat Ihre Frau zu Ihnen immer gesagt, Sie sollen mal duschen? Ja. Warum? Angeblich hätte ich immer gestunken und hätte so Schweißflecken gehabt überall. Meiner hat das gar nicht interessiert. Der war das egal. Haben Sie mit einer Ziege gesehen? Mit was? Mit einer Ziege? Die hat zwar so geleckt, aber... Die hat aber nie mehr gemacht, ja. Ja, bei mir war es auch immer so, ja, der sagt, Schweiß ist zu toll, dusch mal. Fahr zu! Hier ist alles kaputt. Was? Ich glaube, den sehen wir gleich, jetzt wieder. Ja. Lebst du? Ja, das ist alles gut, glaube ich. Ich bin jetzt alles in Ordnung, ja? Ja, ich habe gerade das Taxi an mir vorbeiziehen spüren. Gut, hast alles du einen klar? Schlüssel, hast du einen Schlüssel von einem der... Leck mich am Arsch. Das war knapp.
Was war das? Ich hab den schon fast gespürt. Wie? Ich hab doch gar nichts gemacht. Was haben Sie gespürt? Ich müsste dich aber spüren. Was? Geh weg! Ich will nicht, lass mich nicht an den falschen Schneidflügel da kommen. Nee, machen Sie das nicht. Machen Sie das nicht. Ich will nicht hochschalten. Versuchen Sie mal. Nee, sag mal. So, jetzt geht's weiter, glaube ich. Mach Hans, ja. Kehrtwendung und den anderen Mobilfahrern hinterher. Was ist auch beim Rennmittel oder was? Weiß hier überhaupt einer, wie was? Ah, es geht los. Es stehen zwei Autos neben ihm. So. Die Frau im Rebel fehlt noch. Andersrum, ihr müsst auf meine Seite. So ist gut. So, und jetzt fahren wir einmal langsam die Strecke ab und dann habt ihr danach Zeit, 5 Minuten um zu üben, okay? Okay. Okay. Geben Sie Gas, schneller! Nein! Der überholt uns doch! Wir wollen blöffen! Wir wollen tun, als ob wir nicht schnell fahren können. Ach so. Und dann, wenn die, weißt du, dann machen wir Mobs geschwindig neu. Ach so. Der kommt ja gar nicht hinterher da hinten. Lass ihn mal überholen. Dann freut er sich. Ja. Macht ne, langsam. Er redet von langsam und fährt mit Vollgas, Alter. Also hier lang bei den Kartoffeln? Ja. Okay. Okay, sorry. Hier müsst ihr aufpassen. Ich sehe uns schon reinklumpen. Ich sehe schon eine Röhre, ich laute den Becken. Aui! Haben Sie was im Hals? Hier außen rum? Ja, hier. Den Bretterstapel nicht zu unterschätzen. Den Wachstapel? Den Bretterstapel, irgendwas hat der Mann gesagt. Da steht Krankenhaus. Ich weiß, wo wir sind. Ich kenn mich hier aus. Ich kenne hier eine tolle Abkürzung. Ja? Ja. Die fahren wir gleich. Wir sind da. Wir sind da, ne? Ja. So, und da bei der gestrichelten Linie ist die Ziellinie. Das geht eine Runde lang. Ich was für eine gestrichelte also, Linie? Ja, doch, eine Runde. Wenn ich auf der Straße ist. Ja, klar. Dann düsen wir jetzt mal hier lang. Pass auf. Ja. Mit so schnell wie geht. Wo ist der Name, wenn die Kurven kommen? Wenn was kommt? Kurven! Ach so, muss ich Karte gucken jetzt? Du kannst mir auch so sagen. Wo sind wir denn? Ja, auf der Straße. An die Kartoffelberge vorbei, schnell! Gib Gas! Muss aber nicht links. Was? Jetzt links? Okay, geradeaus, schnell! Durchdrehen, genau. Jetzt wieder links? Okay, das ist gut. So, geradeaus. Nein! Hilfe! So, hier vorbeifahren. So, von links nicht, so vor. Ja, so ist gut. So, und. Hier ist Ende. Da jetzt fahren da so. So? Ja, das ist gut so. Ja. So, jetzt hier. Jetzt hier rechts. Da so, genau. Weiter geradeaus, so. Und jetzt links hier scharf. So, links. Links? Nee, hier sind wir rechts. Hier sind wir doch schon, ne? Wir sind schon da. Ach so, wir haben gewonnen. Wir üben ja, erst mal. Eine Runde. Ja, komm. Geh schnell Gas geben. So. Machen wir gut. Ja, geradeaus da an der Kartoffelberge vorbei. Warum den Kartoffelberge? Ja, da rechts sind jetzt Kartoffeln. Da guck doch da, Kartoffelberge, okay. Da. Da. Da vorne jetzt rechts. Ich hab gerade links. Nee, da fahren wir ja wieder zum Ziel. Hier so, schnell. Der hat beschissen. Wie hat er das Ding gemacht? Der hat uns gerammt, darf der gar nicht. Wird er disqualifiziert oder irgendwas? Jetzt hier rechts, so. Da in die Lucke. Okay. Rechts. Und dann ist schon da. Quelle, da ist die Ziellinie. Ich war ein bisschen langsam weg. Ja, der hat uns auch gerammt. Hab ich überhaupt nicht. Also, wie ist jetzt die Vorstellung? Ich würde
Taxi gegen Schwarz. Da muss ich spannend sein. Gut, dann einmal der Herr Peter. Ja. Gegen den Herrn Ernst Hill. Wo ist der Herr Hill? Wir haben Pause. Ja. Warten wir hier und gucken, dass Hans fertig wird. Weißt du, was ich machen würde? Jetzt gleich beim Start, ne, direkt Vollgas geben, ne? Und dann sich direkt vor dem setzen. Dass der gar nicht oben kommt. Das ist eine gute Idee. Ja. Hast du nicht hier irgendwie so einen Knopf für irgendwas, wie in dem Film James Bond und so? Dass da Qualm kommt und so Öl? Ich hab hier so, was so. Hab ich so Ninja-Sterne. Was? Ninja-Sterne. Ninja-Sterne. Also, wir fahren gegen die Frau, glaube ich, da. Das ist ja nicht so schlimm. Frauen können eh keine Autofahren. Wie weg, Ron? Ja.